dementsprechendes Zeichen. Auch das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Wir kommen nun zum 17. Tagesordnungspunkt, Bericht des Wissenschaftsausschusses über die Regierungsvorlage 2504 der Beilagen Bundesgesetz, mit dem das Universitätsgesetz, das Hochschulgesetz, das Hochschulqualitätssicherungsgesetz sowie weitere Gesetze geändert werden. Auf die mündliche Berichterstattung wurde verzichtet. Zu Wort, ich bedanke mich beim Herrn Bundesminister Rauch. Herzlichen Dank. Ich begrüße den Herrn Bundesminister Polaschek. Und zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Tanzler. Bei ihr steht das Wort, Frau Abgeordnete. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher. Wir diskutieren bei dieser Regierungsvorlage unter anderem die Änderungen in der Lehrerinnenausbildung. Grundsätzlich begrüßen wir das Aktivwerden in dem Bereich, denn auch wir sind der Meinung, dass Änderungen hier notwendig sind. Es fehlen aber große Teile der angekündigten Änderungen, wie zum Beispiel der große Teil des Dienstrechts. Und es fehlen auch sinnvolle Übergangsbestimmungen, um eine Ausbildungssicherheit auch für die Studienanfängerinnen und Anfänger zu gewährleisten. Eine Verkürzung allein, meine Damen und Herren, ist kaum eine echte Attraktivierung des Berufs und auch keine Abfederung des Personalmangels, so wie es vom Ministerium im Vorfeld immer wieder erklärt wurde. Dafür braucht es vielschichtigere Veränderungen der Rahmenbedingungen in den Klassen. Es wäre eine Chance gewesen für Reformschritte, aber leider ist diese Chance nicht ergriffen worden. Es gab rund 200 Begutachtungsstellungnahmen, unter anderem auch von der Gewerkschaft, von der Lehrerinnengewerkschaft, mehrheitlich ÖVP-nahe, mit vielen Kritikpunkten, aber sie sind ignoriert worden, es ist beinahe nichts eingearbeitet worden. Wichtig wäre hier vor allem die genaue Definition der pädagogisch-praktischen Studien gewesen, damit auch die echte Praxisausbildung an den Schulen geleistet werden kann und nicht in theoretischen Begleitveranstaltungen. Schon jetzt ist die Umsetzung des Praxisteils nicht überall ausreichend gelöst und diese Regierungsvorlage ist dahingehend auch wenig hilfreich. Es ist notwendig nachzuschärfen, denn der Großteil der Studierenden fühlt sich nicht gut vorbereitet auf die Aufgaben und Herausforderungen, die in der Klasse auf sie zukommen. Und nur mit guter Vorbereitung kann die Ausübung des Berufs ja auch Freude machen. Es braucht neben einer fundierten Praxisausbildung auch eine Verbesserung der Induktionsphase und, auch bei der Betreuung während des Masterstudiums. Und das alles war zum Beispiel auch Thema und Wunsch bei einer heutigen Gesprächsrunde von Mitschulleiterinnen und Schulleitern, jene, die in den Schulen direkt vor Ort sind und diese Notwendigkeit sehen. Im Bereich der Fachausbildung ist auch der Fachdidaktik mehr Raum zu geben, denn das Kind muss im Mittelpunkt stehen und nicht allein das Fach. Es braucht auch noch mehr als die Basismodule in inklusiver Pädagogik und Deutsch als Zweitsprache. Sie sind sinnvoll, aber definitiv zu wenig, um Expertisen und Know-how erwerben und auszubauen. Und dann stellt sich hier die Sinnfrage, wenn ich eine Änderung in einer Ausbildung mache, warum kann hier nicht nachgeschärft werden und stattdessen bleibt der Erwerb der Kompetenzen in den Fortbildungen, die im Anschluss gemacht werden. Das kostet viel Geld, das ist wirtschaftspolitisch nicht positiv. Es werden zig Millionen Euro kosten dem Staat die Fortbildungen, die nach der Ausbildung notwendig sind. Man könnte das hier in die Ausbildung stecken. In der Summe ist zu sagen, dass uns diese Regierungsvorlage nicht überzeugt und wir daher auch nicht zustimmen werden. Und abschließend möchte ich auch anmerken, dass vom Unterrichtsausschuss kein einziger Tagesordnungspunkt ins heutige Plenum gekommen ist, nicht ein einziger, da alle Anträge der Oppositionsparteien vertagt wurden, nicht einmal abgestimmt oder abgelehnt, sondern weggeschoben wurden. Das ist wirklich ein Armutszeugnis bei den vielen Baustellen im Bildungsbereich, dass man hier über keine einzige öffentlich reden möchte. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Taschner. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, sehr geehrter Herr Bundesminister, ich kann mich noch erinnern, das war im Mai 2022, wo wir in Salzburg Abgeordnete des Unterrichtsausschusses von der Seite der ÖVP zusammen mit Landesräten, Frau Landesrätin Gutsche kann ich mich erinnern, Frau Landesrätin Schöbi-Fink, und wir hatten da damals gesprochen mit Ihnen, sehr geehrter Bundesminister, die Lehramtsausbildung muss verbessert werden. Die Lehramtsausbildung muss
ist also wirklich zu verbessern. Und das ist tatsächlich die Initiative gewesen von Abgeordnetenseite, dass hier etwas geschieht. Der Herr Bundesminister hat diese Initiative aufgegriffen. Und wir haben jetzt, was lange währt, wird endlich gut, nun hier einen Meilenstein der Lehramtsausbildung, den wir beschließen. Es ist wirklich ein gutes Gesetz, Frau Kollegin Danzler. Es kann natürlich immer besser werden. Wir wissen das, aber wir haben hier wirklich etwas Gutes geleistet. Nicht nur, dass sie verkürzt wird, das ist auch richtig und das ist auch in Ordnung, denn es war zu lang, ein vierjähriger Bachelor, den gibt es sonst nirgends, das war zu lang, dann kam ein einjähriger Master, da kann man nicht einmal nachher ein Doktoratstudium anschließen, das war alles unausgegoren. Wir bringen das jetzt in eine Reform. Reform heißt ja, dass wir es in die Form zurückbringen, in eine richtige Form zurückbringen. 3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master, das ist sehr vernünftig. Aber vor allem die Inhalte stimmen. Wir werden dafür sorgen, dass die fachliche Ausbildung gut fundiert sein wird. Wir werden dafür sorgen, dass die pädagogische Bildung gut und fundiert sein wird. Und wir werden schauen, dass die Praxis gut fundiert sein wird. Diese 3 Säulen bilden die Lehramtsausbildung. Diese 3 Säulen haben den gleichen Umfang und sollen mit den gleich guten Inhalten gefüllt werden. Wir werden außerdem dafür sorgen, dass diese Ausbildung gleich jetzt eigentlich schon beginnen kann. Die Übergangsbestimmungen sind so geschaffen, dass also diejenigen, die jetzt anfangen werden, dann gleitend hinübergehen können in diesen neuen Ausbildungsweg, der ja der bessere ist. Es ist wirklich ein sehr guter Weg, den wir hier bei diesem Gesetz beschließen. Wir erwarten ja von unseren Lehrern eigentlich nur 2 Sachen, dass sie auf der einen Seite fachlich firm ausgebildet sind, sodass sie ihr Fach mit Begeisterung unterrichten können und auf der anderen Seite, dass sie pädagogisch so weit gebildet sind, dass sie die Persönlichkeit jedes der ihr anvertrauten Kinder, jedes der ihnen anvertrauten Jugendlichen ernst nehmen. Das ist eigentlich das gesamte Geheimnis des guten Lehrers, der guten Lehrerin und darauf kommt es an. Und dies wird auch in dieser kurzen Ausbildung, die knapp gefasst, aber inhaltlich und qualitativ hochstehend sein wird, geleistet. Sehr geehrter Herr Bundesminister, das Ziel ist natürlich, dass wir für die Zukunft sorgen, dass die Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass sie da ein Angelpunkt sind für die Zukunft, weil die Kinder sind ja unsere Zukunft. Und das macht den Lehrberuf ja so unglaublich attraktiv, dass man hier etwas macht, das in die Zukunft hineinreicht, nicht über einen Quartalsbericht hinaus, was bei einem Unternehmer normalerweise der Fall ist. Wenn der Quartalsbericht gekommen ist, muss weitergearbeitet werden und der letzte Quartalsbericht, der fällt weg. Im Lehramt ist es ganz anders, beim Unterrichten ist es ganz anders. Da setzt man Fußstapfen für eine lange Zeit. Und das ist auch das Attraktive des Lehrerdaseins und darum werden wir auch viele neue und interessierte junge Studierende finden können, die diesen Lehrberuf ergreifen wollen. Das ist auch mit diesem Gesetz gelungen, weil dieses Studium jetzt attraktiv geworden ist. Es muss natürlich erfüllt werden von den Universitäten, von den pädagogischen Akademien mit den richtigen Inhalten. Ich bin überzeugt, dass die besten Professorinnen und Professoren, die besten Lehrerinnen und Lehrer in den pädagogischen Akademien für die Lehrer engagiert werden müssen. Das ist ganz entscheidend. Wenn zum Beispiel der Nobelpreisträger Zeilinger die Physik-Grundvorlesung an der Universität Wien gehalten hat, ist das für eine zukünftige Lehrperson, die ihn gehört hat, so prägend, dass dann dieser Physikunterricht für alle Kinder, die sie dann nachher anvertraut bekommt, einfach ein Erlebnis sein wird. Und genau das muss Schule sein. Schule muss hinführen zu einer guten Zukunft und das werden wir auch mit diesem Gesetz jedenfalls in die Wege leiten. Verbesserungen sind immer noch angedacht und die werden sicherlich auch bald kommen. Vielen herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Brückel. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Bundesminister, Hohes Haus. Herr Professor Daschner, eine Reform ist das nicht, was hier vorliegt. Eine Reform ist das nicht. Es ist eine Änderung in der Lehrerausbildung, aber es ist keine Reform. Dazu bräuchte es viel, viel mehr. Ich sage Ihnen, die Regierung feiert sich hier ab für dieses Gesetz. Weil sie einerseits sagt, wir verkürzen die Ausbildung und wir treten damit dem Lehrermangel entgegen. Man muss sich ja auch ansehen, wie sieht diese Verkürzung tatsächlich aus. Die Verkürzung im Bereich der Sekundarstufe, das heißt also der Mittelschule, der Gymnasien, hier wird verkürzt tatsächlich von 6 auf 5 Jahre. Das ist einmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Das darf man anerkennen. Aber es ist keine Reform, es ist eine
ganz kleine Änderung. Denn im Volksschulbereich belassen wir die 5 Jahre, die wir heute haben. Und wir brauchen wieder 3 Jahre für den Bachelor, wir brauchen wieder 2 Jahre für den Master. Alles, diese 5 Jahre bleiben. Das Einzige, was noch dazu kommt, das sage ich auch, das ist also, dass man die Praxis anrechnet, Herr Bundesminister. Das ist okay, da kann man nichts dagegen sagen. Ja, eh. Aber, und ich betone es noch einmal, Herr Professor Daschner, zu Ihnen auch gerichtet, es ist keine Reform. Es ist eine ganz, ganz kleine Änderung. Es ist Kosmetik, die hier passiert im Bereich der Lehrerausbildung. Und den viel zitierten Lehrermangel, den werden Sie damit nie beseitigen können. Denn wir werden auch in Zukunft Studenten im ersten, im zweiten, im dritten Semester in den Klassenzimmern haben, die unterrichten müssen. Wir werden weiterhin Lehrer haben, die entmutigt sind, die keine Perspektive in ihrem Beruf sehen. Herr Bundesminister, ich empfehle Ihnen hier wirklich, Reformen anzugehen, die es ganz einfach braucht. Vielleicht brauchen Sie aber auch einfach nur ein paar Ideen, die Sie umsetzen könnten. Und ich gebe Ihnen ein paar Ideen, ich gebe Ihnen ein paar Vorschläge, die Sie vielleicht aufgreifen könnten. Denn wenn Sie dem Lehrermangel tatsächlich entgegentreten wollen, dann braucht es dazu, und das sagen alle, das hat auch die Vorrednerin, die Frau Kollegin Danzer von der SPÖ gesagt, dann braucht es dazu eine Dienstrechtsreform an oberster Stelle. Das ist ganz einfach notwendig. Es braucht mehr Flexibilität im Dienstrecht. Es braucht eine Verwaltungsreform, Herr Bundesminister. Wir müssen die Lehrer freispielen für die pädagogischen Aufgaben, die sie haben, und nicht ihnen sozusagen diesen Verwaltungsaufwand weiterhin belassen, dem sie ausgesetzt sind. Ich denke nur an die ganzen Studien, die es da gibt, IKM, PISA, AOC-Check, QSM-Bewertungen und so weiter und so weiter. Das alles geht auf Kosten der Pädagogik, das alles geht auf Kosten unserer Kinder. Und am Ende des Tages braucht es auch tatsächlich eine echte Ausbildungsreform, Herr Bundesminister. Und denken Sie ganz einfach einmal darüber nach. Würden nicht auch 3 Jahre reichen für eine Ausbildung im Bereich der Volksschullehrer, im Bereich der Mittelschule, im Bereich der Sekundarstufe 1? Würden nicht 3 Jahre statt 5 Jahre reichen, Ausbildung? Warum muss ein Lehrer in der Volksschule wissenschaftlich arbeiten können? Diese Frage stelle ich. Ist es notwendig, dass er, Herr Professor, Sie sind Mathematiker, ist es notwendig, dass ein Volksschullehrer integrieren kann, dass er Wahrscheinlichkeiten rechnen kann? Ist das tatsächlich notwendig? Muss ein Volksschullehrer wirklich 7 Methoden können zu unterrichten? Ist das notwendig? Ich sage Ihnen, es ist nicht notwendig. Das muss ganz einfach nicht sein. Die nächste Frage, gestalten wir die Ausbildung nicht berufsorientiert? Wir haben es jetzt an den pädagogischen Hochschulen. Machen wir nicht Fachhochschulen? Die haben wir im Land. Warum verlagern wir hier nicht? Warum ist dieser Gedanke nicht möglich? Kann man darüber nicht sprechen? Das alles, Herr Bundesminister, würde die Attraktivität erhöhen. Die nächste Frage, die ich Ihnen stelle: In Mangelberufen zahlen wir die Ausbildung. Ich denke hier nur an die Pflege oder die Gesundheit. Das Lehramt ist ein Mangelberuf heute. Warum bezahlen wir nicht hier auch diese Studenten, die 3 Jahre studieren dann? Also das alles gibt es ja schon. In anderen Mangelberufen, Herr Bundesminister, machen wir das. Und ich sage Ihnen und ich schlage Ihnen auch vor, ich würde Sie bitten darum, seien Sie einfach kreativer, seien Sie mutiger, denn am Ende des Tages wird das sonst nichts mehr. Und das lege ich Ihnen wirklich nahe. Ich meine, Sie haben jetzt noch ein halbes Jahr Zeit. Ich gehe davon aus, das war es dann auch, aber ich würde Ihnen tatsächlich das nahelegen, seien Sie mutig, seien Sie kreativ und nehmen Sie neue Ideen und neue Gedanken auf. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Hamann, bitte sehr. Lieber Herr Präsident, lieber Herr Bundesminister, die große Reform der Lehrerinnenausbildung, ich verrate Ihnen jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, es war nicht ganz einfach. Es sind ja bei so einem Großvorhaben Hunderttausende involviert. Es gibt 6.000 Schulen, die Lehrkräfte brauchen. Es gibt die PHs, es gibt die Unis, es gibt Eltern, die wollen, dass ihre Kinder was Gescheites lernen, was immer sie auch darunter verstehen. Und es gibt natürlich auch jede Menge Kinder, die wollen, dass ihnen Lernen Spaß macht. Und welche Ausbildung braucht es dafür? Da gibt es
viele, viele Meinungen dazu und auch viele widerstrebende Interessen. Wir haben es trotzdem geschafft, einen Konsens hier zu finden. Und ich sage mal herzlichen Dank und Glückwunsch uns allen, dass uns das gelungen ist. Was ist aus grüner Sicht wichtig an dieser Reform? Ein paar Punkte möchte ich hervorheben. Zunächst einmal ist ganz wichtig, dass die Verkürzung, von der ja sehr oft die Rede ist, kein Selbstzweck ist. Was in der Ausbildung wichtig ist und gut ist, muss selbstverständlich drinnen bleiben. Man darf auch niemanden quälen, natürlich mit Redundanzen und mit Überflüssigem. Aber man muss schon genau nachdenken, was drin ist und was drin bleiben muss in der Ausbildung. Ein konkretes Beispiel, was drin sein muss und was jetzt auch neu drinnen sein wird, schon im Bachelor, in der Basisausbildung, ist Deutsch als Zweitsprache. Für alle angehenden Lehrerinnen ist das künftig verpflichtend in der Ausbildung, egal welchen Schultyp sie unterrichten, egal welche Altersgruppe. Und das ist eine extrem wichtige Neuerung aus unserer Sicht. Wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, wir sind eine Gesellschaft mit großer sprachlicher Vielfalt, das ist die Realität, mit der muss man aktiv und produktiv und wertschätzend umgehen. Und wir wissen ja, die Sprachkompetenz ist die Basis für alles Weitere in der Schule. Wenn ich ein Mathe-Textbeispiel nicht verstehe, dann werde ich es nicht richtig rechnen können. Und deswegen ist Deutsch und die Didaktik dazu extrem wichtig, damit alle Kinder in diesem Land ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Ein Punkt ebenfalls wichtig, schon im Bachelor, in der Basisausbildung Grundbegriffe der inklusiven Pädagogik. Mit Diversität und mit Verschiedenheit von Kindern umzugehen, ist eine Kernkompetenz in der modernen Pädagogik für alle, unabhängig davon, wo sie unterrichten werden. Weiteres Beispiel, die Fächerbündel, auch die halten wir für eine gute Idee. Wir finden alles gut, was die starren Fächerkasteln aufbricht und in Richtung fächerübergreifendes Lernen geht. Und dann als letzter Punkt, ganz wichtig, die Situation der Junglehrerinnen. Die zu verbessern, war eines der Kernpunkte dieser Reform. Wir wissen ja, ganz viele Studierende fangen schon nach dem Bachelor zu unterrichten an, noch bevor sie den Master haben. Und man muss ganz klar sagen, im Moment ist das ganz häufig für diese Leute eine Zumutung. Die Schulen, die Bildungsdirektionen auf der einen Seite, die PHs, die Unis auf der anderen, nehmen aufeinander keine Rücksicht. Und in der Mitte werden die Junglehrerinnen aufgerieben und brennen aus. Und das muss ein Ende haben. Wir werden es deswegen wesentlich erleichtern, den Master schon berufspraxisbegleitend zu studieren. Und ich sehe gerade in diesem Aspekt auch eine große Chance, weil wenn man schon unterrichtet, ist das sehr spannend, was man in der Praxis sieht, auch auf theoretischer Ebene rückzuspielen und zu reflektieren. Und umgekehrt glaube ich auch, dass man in der Praxis erst auf relevante und spannende Forschungsfragen draufkommt, die man dann auch auf universitärer Ebene angeht. Also diese Wechselwirkung halte ich für enorm bereichernd und die wird ein wichtiger Impuls sein und wird durch diese Reform besser ermöglicht als bisher. Zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, die neue Pädagogenausbildung ist ein besseres und attraktiveres Angebot als bisher. Wir hoffen, dass das möglichst viele junge Menschen annehmen und in die Schulen gehen, weil wir brauchen jeden und jede einzelne von Ihnen. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Künzberg-Sarre. Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, bei so einer Sammelnovelle gibt es natürlich gute und weniger gute Dinge. Ich möchte mit den positiven Änderungen beginnen. Bei den Fachhochschulen gibt es was Positives mit der Umbenennung. Die Kurzzeitmobilität ist drinnen und auch die Micro-Credentials. Der größte Teil aber des Pakets ist ja die Lehrerausbildung, die Änderungen. Und auch hier gibt es positive Dinge, mit denen ich nicht hinterm Berg halten möchte. Das ist einerseits die Anpassung an das Bologna-System, das ist gut aus unserer Sicht. Die Möglichkeit eines Fächerbündels zu studieren, das finden wir auch gut. Das gibt hoffentlich eine gewisse Flexibilität den Lehrerinnen und Lehrern. Dann die Basismodule Inklusion und Deutsch als Fremdsprache ist gut, dass das jeder machen muss. Ob das ausreichend in die Tiefe gehen kann, ist fraglich.
Und auch die Verkürzung, mit der Verkürzung können wir uns anfreunden. Wir hätten gern im Gegenzug auch gehabt, dass die Fortbildung etwas ausgebaut wird, weil die aus unserer Sicht zu gering ist. Das kommt leider nicht. Insgesamt aber greifen die Änderungen zu kurz, weil sie nichts enthalten, was den Beruf attraktiver macht. Die Elementarpädagogik fehlt zur Gänze, die Praxis kommt zu kurz, obwohl eine Junglehrerstudie, die Sie in Auftrag gegeben haben, die zwar noch nicht veröffentlicht ist, aber die offensichtlich ja zum Ergebnis kommt, dass vor allem die Junglehrer sich besonders viel Praxis und Fachdidaktik wünschen. Auf das gehen Sie auch nicht ein. Und was natürlich komplett fehlt und aus diesem Grund unter anderem werden wir auch dagegen stimmen, ist, dass die Dienstrechtsnovelle komplett fehlt, was ja wichtig ist, weil sie zu dem Gesetz dazugehört. Also das Ziel, den Lehrermangel zu entschärfen und das Studium attraktiver zu machen, werden Sie damit nicht erreichen. Die letzten Jahre in der Bildungspolitik waren sicherlich kein Ruhmesblatt. Das ist vor allem auch schade, weil die Grünen sich so das Bildungsthema immer wieder auf die Fahnen heften. Aber sie haben viel zu kleine und viel zu wenige Vorhaben umgesetzt. Sie haben kein einzig relevantes Thema umgesetzt vor allem. Wir hatten vorher alle Bildungssprecher, das war ganz interessant, einen Austausch mit Schuldirektoren. Und die haben erstens mal gesagt, dass es mit ihnen im Vorfeld überhaupt keinen Austausch gegeben hat für diese Reform, dass man die Praxis nicht fragt, was eigentlich die Praktiker sich wünschen, was Schulleiterinnen sich wünschen von jungen Lehrern, von ihren Mitarbeitern. Das ist komisch. Und vor allem, was Sie auch gesagt haben, ist, dass Sie sich mehr Freiheit und Verantwortung wünschen. Sie wünschen sich mehr Autonomie. Sie wünschen sich, dass die überbordende Bürokratie endlich wegkommt. Sie wünschen sich mehr Unterstützungspersonal, weil Schuldirektoren und Lehrerinnen nicht Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter oder Administrativkräfte werden wollten. Die Induktionsphase findet offensichtlich kein einziger Schuldirektor gut. Und es wird nicht wirklich was geändert. Die Bildungsdirektionen sind Verwaltungsmoloche, sind wenig hilfreich für Schulen. Und wissen Sie, Herr Minister, gute Schule ist dort oder wird von Menschen vor Ort gemacht und nicht im fernen Ministerium von Ihnen und den Abteilungen. Das kann nur der Rahmen sein. Aber die Leute vor Ort wissen, was zu tun ist und was für Kinder und Jugendliche das Beste ist. Und die setzen sich tagtäglich ein. Und ich finde es schade, dass Sie diese Chance, ich meine vor allem, dass Sie ein, das ist Ihr Bereich, das ist das Einzige, was jetzt noch umgesetzt wird in dieser Periode. Und dass es Ihnen nicht gelungen ist, dass Lehrer und Direktoren sagen, ja, das ist jetzt ein richtig guter Wurf, jetzt wird es besser für uns an der Schule. Das ist eine verlorene Chance, schade. Zu Wort gemeldet ist der Bundesminister. Bitte sehr, wem steht das Wort? Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, es ist interessant, so viel von Ihnen zu hören über Lehrerinnen und Lehrerbildung. Ich habe nach der großen Novelle im Jahr 2013 in einem Verbund als einer der ersten die neue Lehrerinnen und Lehrerbildung umgesetzt. Ich war dabei, als diese neuen Curricula eingeführt worden sind und ich kenne deshalb die Rahmenbedingungen und die Umstände sehr, sehr gut. Und ich bin seitdem auch bis zu meinem Amtsantritt als Minister an der Universität für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung auch zuständig gewesen. Ich habe viele Gespräche immer wieder geführt, auch danach. Und es kam immer wieder auch von Seiten der Universitäten, von Seiten der pädagogischen Hochschulen, aber auch von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, mit denen ich von Seiten der Uni Kontakt hatte, der Wunsch, einen dreijährigen Bachelor einzuführen, die Sekundarstufe zu verkürzen, mehr Praxisinhalte einzuführen. Genau das haben wir gemacht. Es sind diesem Gesetzentwurf sehr intensive Gespräche vorangegangen. Die Universitäten, die pädagogischen Hochschulen, die Standesvertretung war intensiv eingebunden. Ich selber bin mindestens einen Tag in der Woche in Schulen und Forschungseinrichtungen unterwegs, habe sehr viele Gespräche geführt und ich habe zum allergrößten Teil positive Rückmeldungen bekommen. Ja, es wird eine Verschlankung der Sekundarstufenlehrerinnen und Lehrerausbildung geben. Ja, es wird mehr Praxis geben. Es wird die Qualität weiterhin gewährleistet bleiben. Das ist ganz klar.
und die Universitäten und pädagogischen Hochschulen sind angehalten, selbstverständlich die Curricula so zu gestalten, dass es möglichst einfache und rasche Übertrittsmöglichkeiten geben wird. Das, was noch dazu fehlt, ist das Dienstrecht. Ja, aber auch hier haben wir bereits die entsprechenden Vorbereitungen getroffen und ich hoffe, dass es uns gelingt, auch noch die entsprechenden dienstrechtlichen Rahmenbedingungen zu beschließen. Ich möchte auch noch auf etwas anderes hinweisen, das in diesem Hochschulrechtspaket kommen wird, nämlich Änderungen, die bereits angesprochen worden sind, was die Fachhochschulen angehen. Es gibt aber auch eine grundlegende Änderung im Hochschulqualitätssicherungsgesetz, nämlich Maßnahmen betreffend die wissenschaftliche und künstlerische Integrität im Studien-, Lehr- und Forschungsbetrieb werden als zentrales Qualitätsmerkmal nun einheitlich in einem Gesetz geregelt. Es wird neue Regelungen etwa geben, was die künstliche Intelligenzanwendungen angeht. Hier haben wir bislang ja keine einheitlichen oder keine Regelungen gehabt. Und wir werden außerdem im Privathochschulbereich Änderungen vornehmen, um die Governance zu verbessern. Und auf einen Punkt möchte ich auch noch besonders hinweisen, den ich als sehr wichtig empfinde. Es ist uns gelungen, dass auch in der Veterinärmedizin nun die Möglichkeit besteht, so wie in der Humanmedizin, gewidmete Studienplätze zur Sicherung der tierärztlichen, insbesondere der amtstierärztlichen Versorgung, ausdrücklich zu reservieren. Das heißt, 5% der Studienplätze stehen ausdrücklich für diesen Bereich österreichischen Studierenden zur Verfügung. Das ist auch ein deutlicher Gewinn und ich hoffe, dass es uns gelingt, dadurch auch mehr Menschen noch für diese wichtigen Berufsbereiche zu gewinnen. Ich weiß aus meinen vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen hatte, dass die Universitäten und die pädagogischen Hochschulen bereits jetzt darauf warten, endlich mit der Umsetzung beginnen zu können. Das ist ein wirklicher Meilenstein. Ich war 18 Jahre lang dafür zuständig. Ich habe deshalb vielleicht einen etwas anderen Blick auf diese Materie als Sie. Und ich sage Ihnen, das ist ein wirklicher Meilenstein und er wird mittelfristig zu großen Änderungen führen. Es geht nicht nur um eine Attraktivierung kurzfristig, sondern es geht um eine langfristige Absicherung dieses Studienbereiches. Und es wird uns dadurch gelingen, nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig interessierte junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Und wir werden die entsprechenden attraktiven, praxisnahen Ausbildungsmöglichkeiten damit schaffen. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Salzmann. Herzlichen Dank, Herr Präsident, für die Worterteilung, geschätzter Herr Minister Polaschek. Liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Haus und ich denke, auf der Galerie ist fast niemand mehr da. Zu sehr später Stunde wird die Bildung verhandelt, aber das macht nichts, weil wir heute wirklich einen sehr, sehr wichtigen Beschluss hier vorliegend haben. Und ich hoffe sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass im Sinne einer wirklich sinnvollen, qualitativ hochwertigen, aber auch effizienten Lehrerinnen- und Lehrerausbildung ein möglichst breiter Zustimmungsprozess hier stattfindet. Schauen wir uns an, worum es geht. 2012, beginnend dann mit 2013, hat die SPÖ-Ministerin Claudia Schmidt diese neue Lehrerausbildung eingeführt. Was heißt diese neue Lehrerausbildung? 4 Jahre Bachelor und 2 Jahre Master. Das sind 6 Jahre. Meine Damen und Herren, kein einziges Studium hat 6 Jahre Studienzeit plus anschließend 1 Jahr Induktionsphase. Das ist zu lang. Und ich bin viel im Austausch mit den Studierenden und ich weiß, dass etliches immer wieder redundant war. Also ist es ganz klar, entsprechend des Bologna-Prozesses wirklich im Bachelorstudium auf 3 Jahre zurückzugehen, ohne dass ein qualitativer Verlust eintritt und den Master mit 2 Jahren zu belassen. Und das tun wir heute, meine Damen und Herren. Und das führt ganz sicher zu einer Attraktivierung des Lehrerberufes und der Lehrerausbildung. Und das sind wir unseren jungen Menschen, die in das Lehramt hineingehen wollen, auch geschuldet. Wir werden aber nicht nur verkürzen, das wäre verkürzt. Nein, wir werden ganz klar in ganz enger Zusammenarbeit mit den pädagogischen Hochschulen und den Universitäten, wo diese Lehrerausbildung sehr fundiert gemacht wird, einerseits auf die
gute fachliche Ausbildung achten und andererseits aber auch darauf achten, dass die Praxisbezogenheit der Ausbildung noch intensiviert wird. Und daher werden wir den Master auch berufsbegleitend anbieten. Ja, wir brauchen die jungen Lehrerinnen und Lehrer bereits im Masterstudium derzeit in den Schulen. Und daher werden wir erstens darauf schauen, dass die ersten Jahre, insbesondere das erste Jahr in der Induktionsphase, unsere jungen Kolleginnen und Kollegen bestmöglich begleitet werden. Daher haben wir auch in den letzten Jahren die Induktionsphase schon weiterentwickelt. Wir haben gesagt, die brauchen keinen Klassenvorstand machen in der Induktionsphase. Es gibt bestenfalls keinen Fachfremdenunterricht. Und auch die plus zwei Stunden sind reduziert auf eine Stunde. Frau Kollegin Künzberg-Saré, ich weiß nicht, wo Sie da keine Weiterentwicklung sehen. Da ist schon vieles gemacht. Und Kollege Brückel, die Lehrerausbildung an die FH zu geben, ich weiß nicht, was Sie sich davon versprechen. Unsere praxisorientierte Ausbildung, die ist ganz speziell an den pädagogischen Hochschulen und da wird tagtäglich sehr, sehr gute Arbeit geleistet, in Kombination mit den Universitäten. Summa summarum, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr Praxisbezug, einen effizienteren Einsatz der Studienjahre, ein breiter Reformprozess, der dem Ganzen vorangegangen ist und die Umsetzung, die jetzt folgt. Und ja, es braucht die dienstrechtlichen Begleitgesetze, die braucht es noch. Und da brauchen wir natürlich noch auch das BMKÖS dazu, damit wir das machen. Das können Sie in Ihrem Haus natürlich nicht zur Gänze final machen. Das wissen wir und da sind wir dran und auch das werden wir bestenfalls schaffen. Im Interesse der jungen Kolleginnen und Kollegen bitte ich Sie wirklich um Ihre breite Zustimmung. Sie müssen den jungen Kolleginnen und Kollegen erklären, warum Sie dagegen sind, dass Sie eine Verkürzung von 6 auf 5 Jahren nicht zustimmen, obwohl das wirklich sinnvoll ist. Herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Konstl. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundesminister, wie schon erwähnt wurde, umfasst dieses Paket auch andere Teile als die Lehrerausbildung und ich möchte 2 Punkte herausgreifen. Der eine Punkt betrifft die befristeten Arbeitsverhältnisse an den Universitäten. Wir haben an den Universitäten die Situation, dass von den wissenschaftlich Arbeitenden an den Universitäten ein immer höherer Anteil befristete Dienstverhältnisse hat und das ist nicht nur für die Lebensplanung und die Planung der wissenschaftlichen Karrieren dieser sozusagen individuell ein Problem, ist ein großes Problem für die Betroffenen, sondern auch für die Universitäten und für die Wissenschaftslandschaft in Österreich, denn wir verlieren über diesen Weg immer mehr wirklich sehr qualifizierte Leute, die wir gut im wissenschaftlichen Betrieb eigentlich brauchen würden. Das heißt, ein Problem, das wir aufgreifen sollten. Wir haben im Wissenschaftsausschuss einen Antrag gestellt, dass es hier eine Höchstquote geben soll an den Universitäten. Und Sie, Herr Bundesminister, haben im Zusammenhang mit einer Anfrage, die wir gestellt haben, auch erklärt, dass Sie daran denken, eine derartige Quote im Zuge der Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten auszuhandeln. Das halten wir für einen richtigen Schritt. Und in diesem Paket, das wir heute beschließen, wird auch festgelegt, dass die Universitäten im Entwicklungsplan einen Weg darstellen sollen, wie sie eine Verringerung dieser befristeten Arbeitsverhältnisse erreichen wollen. Ein, wenn auch noch sehr diffuser Schritt in die richtige Richtung. Trotzdem möchte ich betonen, dass es hier eigentlich eine grundsätzliche Reform dieses Kettenvertragsparagrafen im UG brauchen würde. Ein zweiter wichtiger Punkt in diesem Paket aus unserer Sicht ist die Tatsache, dass Sie heute beschließen werden, dass die Zugangsbeschränkungen weiter ausgebaut werden, und zwar im Zugang zu den Masterstudien. Wir haben uns bis jetzt immer bemüht, den Weg vom Bachelorstudium in ein fachgleiches oder fachverwandtes Masterstudium offen zu halten, weil ja die Studierenden durch Absolvierung des Bachelorstudiums ausreichend Qualifikation nachgewiesen haben. Jetzt wird dieser Weg zugemacht werden können,
Diese Möglichkeit wird in diesem Paket geschaffen. Dass die ÖVP das immer schon wollte, das wissen wir. Aber dass das jetzt mit den Grünen gelingt, das ist halt schon ein sehr schmerzhafter Umfaller von euch. Das ist äußerst bedauerlich. Das ist ein weiterer Grund, warum wir gegen dieses Paket stimmen werden. Denn wir wollen jungen Menschen Chancen eröffnen und nicht verbauen. Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Deckenbacher. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher. Erlauben Sie mir auch zu später Stunde, Sie noch kurz einzuladen, sich einmal daran zu erinnern, welche Personen in Ihrem Leben Werte vermittelt, ja, Interessen geweckt haben, Ihre Persönlichkeit gestärkt haben. Für mich sind das in erster Linie meine Eltern gewesen, aber auch eine Lehrerin, die mit unglaublichem Fachwissen, sozialer Kompetenz uns immer wieder begeistert hat. Und es zeigt einmal mehr, welche große Verantwortung Pädagoginnen und Pädagogen haben und vor allem, wie wesentlich eine moderne und der Zeit entsprechende Ausbildung ist. Geopolitische und gesellschaftliche Veränderungen haben nämlich auch von unseren Schulen nicht Halt gemacht. Bedingungen dort sind fordernd und eine spürbare Folge daraus ist der Lehrermangel. Vor allem in der Bundeshauptstadt Wien. Derzeit kommen monatlich zusätzlich 350 Kinder und Jugendliche im Zuge der Familienzusammenführungen nach Wien. Viele dieser Kinder sind zum Teil nicht alphabetisiert und auch traumatisiert. Für die Wiener Schulen verschärft sich dadurch auch die angespannte Situation. Und einmal mehr ist hier auch der Wiener Bildungsstadtrat der NEOS, Christoph Wiederkehr, gefragt, hier wesentliche Schritte zu setzen. Denn auf Bundesebene hat man laufend wichtige Maßnahmen gesetzt. Mehr Mittel für psychosoziales Unterstützungspersonal, für administrative Unterstützung, 20% mehr für die Schulpsychologie. Ja, und auch weitere Entlastungen wird es geben. Als Folge der Initiative Klasse Job stieg die Anzahl der Lehramtsstudierenden gegenüber dem Vorjahr um 17%. Und ja, das ist richtig, das ist nicht genug. Und umso bedeutender ist diese Reform der Lehramtsausbildung. Die Reform bringt unter anderem eine kürzere Ausbildungszeit bei gleichbleibender Qualität und der Bachelorstudium soll 6 statt 8 Semester dauern. Somit wird der Studiengang mit beinahe allen anderen Bachelorstudien gleichgestellt. Berufsbegleitende Angebote sollen weiter ausgebaut werden, wenn es um den 2-jährigen Master geht. Somit 5 Jahre Ausbildung für alle, nach dem Prinzip einer gleichwertigen akademischen Ausbildung auch für alle Schultypen. Und ich weiß auch eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass dieses Wissen, das man vermittelt bekommt, auch in der Klasse Anwendung findet. Ja, Schule, Unterricht, Schülerinnen und Schüler müssen für angehende Kolleginnen und Kollegen spürbar werden. Und das wird erreicht durch mehr Praxis. Und ganz wesentlich ist, und da gebe ich dem Kollegen Brückel, aber auch meiner Kollegin Salzmann recht, dass dienstrechtliche Schritte gesetzt werden müssen, um wirklich dieser Reform noch den letzten Schliff zu geben. Eine neue Lehrerausbildung gewährt eine solide fachliche Ausbildung, eine fundierte pädagogische Bildung und einen Erwerb praktischer Erfahrungen am Schulstandort. Denn Österreich ist ein Land der Bildung, ist ein Land der Lehrerinnen und Lehrer. Danke. Zu Wort gemeldet ist die Kollegin Oberrauner. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Psychotherapie-Ausbildungsgesetz und möchte einmal die Fakten darlegen. Dass wir Psychotherapeuten in Österreich brauchen, ist, glaube ich, unbestritten. Es gibt eine wirklich große Veränderung in den Zahlen. 2004 haben wir 1,5 Millionen Krankenstandstage bei psychischen Erkrankungen gehabt. 2022 haben wir 5,5 Millionen. Das ist eine fast Vervierfachung. Also, dass da Handlungsbedarf besteht, ist, glaube ich, für jeden klar.
50% der Leute, die das gerne in Anspruch nehmen möchten, heute können sozusagen betreut werden. Alle anderen haben keine Chance auf Betreuung, weil sie einfach nicht vorhanden ist. Das Durchschnittsalter der Psychotherapeuten ist 58 Jahre. Also wir werden auch noch ein Problem kriegen mit der Pensionierung von den Experten, die es jetzt gibt. Dass wir da Abhilfe schaffen müssen, ist klar. Und das ist auch eine gesellschaftliche Herausforderung, der wir uns stellen müssen. 1500 Studienplätze, wir beschränken mit 500. Was auch die Kosten betrifft, es ist eine Akademisierung vorgesehen, das finde ich gut, weil dann damit auch zu diese hohen Kosten für diesen Bereich sozusagen nicht mehr gezahlt werden müssen. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn man ein akademisches Studium in diesem Bereich anbietet, dass man dann den Studentinnen und Studenten sagt, aber dann braucht es noch 20.000 Euro für eine Supervision, die ihr verpflichtend machen müsst, damit ihr wisst, was ist euer Teil und was ist der Teil des Patienten. Also das ist einfach nicht zu Ende gedacht und 1500 Studienplätze brauchen wir, 500 ist die Beschränkung. Ich finde die Idee gut, ich finde auch den Zugang gut, aber ich finde es nicht ausgegoren, ich finde es nicht fertig gedacht und deshalb werden wir nicht zustimmen, weil die halben Sachen haben wir eh schon oft genug mitgestimmt und am Ende des Tages waren sie falsch. Wir finden den Ansatz gut, die Umsetzung ist leider nicht fertig und es ist eigentlich für die Studentinnen und Studenten eine Zumutung, dass sie am Ende des Tages in der dritten Periode sich dann 20.000 Euro irgendwo verdienen sollen, damit sie das fertig machen können. Das ist kein guter Zugang zu einer Bildung. Bildung sollte kostenfrei sein, wenn es möglich ist, weil es gibt dann eh in steuerlichen Seiten, wenn die Leute dann in Arbeit sich befinden, gibt es eher ein Return of Investment. Wir sollten darauf achten, dass wir auch da Qualität haben. Danke. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Machetti. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Bildungsminister, wir haben im letzten Unterrichtsausschuss über sehr viele Reformen, über sehr viele Initiativen geredet, der Bundesregierung, der Oppositionsparteien. Und eines ist für mich dann doch ein bisschen augenscheinlich geworden. Ich kann super mit der SPÖ diskutieren über Bildungspolitik. Ich weiß, was ihre Konzepte sind, ihre Forderungen. Ich kann sagen, das ist gut oder schlecht oder ich finde meine besser oder schlechter. Ich kann das mit den NEOS, ich kann das mit den Grünen machen. Aber bei der FPÖ tue ich mir ein bisschen schwer, weil in wirklich vielen wesentlichen Politikbereichen ich nicht einmal weiß, was die FPÖ da überhaupt für Konzepte und Pläne hat. Und ich habe mir gesehen, zum Beispiel jetzt im Unterrichtsausschuss, außer dass die FPÖ findet, dass alles schlecht ist, was wir machen, weiß ich aber nicht, was sie machen wollen. Und so geht es in allen wesentlichen Politikbereichen weiter. Kennen Sie das Konzept von der FPÖ im Bereich Landwirtschaft, was Sie da wollen? Wissen Sie, was die FPÖ will im Bereich Pflege, im Bereich erneuerbare Energie? Kennen Sie einen Plan von der FPÖ zum Thema, wie sich der Wissenschaftsstandort Österreich weiterentwickeln soll? Wissen Sie irgendein Konzept, irgendeinen Plan vom Herbert Kickl zum Beispiel, wie er den Forschungsstandort Österreich weiterentwickeln und verbessern will? Ich bin nicht fündig geworden und das ist ein bisschen schwierig, so eine Debatte zu führen. Und wenn so jemand dann auch den Anspruch hat, dieses Land zu führen, dann kann ich sagen, der Herbert Kickl ist kein Volkskanzler, sondern eher ein One-Trick-Pony, der einfach keine Lösungen für die wesentlichen Politikbereiche in Österreich hat. Und ich muss Ihnen sagen, so jemandem Führungsverantwortung zuzutrauen, ist schwierig. Und was mir aufgefallen ist im Unterrichtsausschuss, wir begeben uns viel zu oft aufs Feld der FPÖ und diskutieren die Dinge, die Sie diskutieren wollen. Aber ich würde gerne mal mit Ihnen diskutieren in den wesentlichen Politikbereichen, in Bildung, Wissenschaft, Forschung, all diese wesentlichen Zukunftsbereiche, was da eigentlich der Kickl für einen Plan hat, die FPÖ für einen Plan hat. Ich kenne sie nicht. Und ich kann nur abschließend sagen, wenn Sie jemanden möchten, der Ihre Probleme super beschreiben kann und aufblasen kann, das kann sicher eher am besten, wenn Sie jemanden wollen, der seriöse Konzepte hat, wenn Sie jemanden wollen, der einen Plan hat und auch konstruktiv um Mehrheiten ringt, um die umzusetzen, wären Sie bei ihm wahrscheinlich nicht fündig. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Brückel. Abgeordneter,
sind eingeladen, das Wort zu ergreifen. Bitte sehr, Abgeordneter. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Nico Marchetti, ich weiß nicht, vielleicht warst du nicht da, wie ich gesprochen habe. Oder wenn du da warst, dann hast du nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe viele Fragen gestellt. Ich habe diese Dinge alle in Fragen verpackt. Vielleicht hast du es nicht verstanden. Das mag schon sein. Aber ich habe ganz klar hier aufgezeigt und ganz klar gesagt, und der Bundesminister hat es verstanden, im Gegensatz zu dir ganz offensichtlich, dass es Dinge gibt und dass wir ein Konzept haben, das funktioniert. Und wenn du uns als Freiheitlichen vorwirfst, wir hätten keine Lösungen. Wir haben immer in den letzten 5 Jahren zu allen Themenfeldern, zu allen Problemen, die wir aufgezeigt haben, Lösungen auch dazu gesagt. Und wir haben immer gesagt, wie es funktioniert. Die Fragen, die ich hier gestellt habe an den Herrn Bundesminister, er hat es verstanden, ganz offensichtlich. Ich habe ganz einfach formuliert und ganz einfach gesagt. Die Frage ist, wie gehen wir die Probleme an? Warum zum Beispiel verlagern wir nicht die Ausbildung von den BHs auf die Fachhochschulen? Warum bezahlen wir nicht die Ausbildung, so wie wir es in anderen Mangelberufen machen? Im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich. Also warum tun wir das nicht? Warum verkürzen wir nicht die Ausbildung auf 3 Jahre? Warum muss ein Volksschullehrer wissenschaftlich arbeiten können? Das ist nämlich die nächste Frage. Aber ich sage es dir jetzt noch einmal, das wären Lösungsansätze, das wären Ideen, das wären Gedanken. Ihr habt es nicht verstanden. Und eine letzte Frage, lieber Nico Marchetti, frage ich noch. Gibt es schon eine Bachelorarbeit von dir? Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Totta, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Jetzt bin ich doch etwas irritiert, dass der Herr Kollege Brückel zweimal die gleiche Rede hält, aber okay. Naja, es ist ein bisschen sonderbar. Als Pädagogin war ich im Schulwesen bereits in vielen verschiedenen Funktionen als Lehrerin, Direktorin und auch in der Schulaufsicht tätig und weiß deshalb genau, wie dringend wir motivierte, gut ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen im Bildungsbereich brauchen. Speziell jetzt, wo gerade die Babyboomer-Generationen in Pension gehen. Wir müssen also junge Menschen eine Ausbildung bieten, die motivierte und begeisterte Lehrerinnen und Lehrer und eine sinnstiftende Arbeit hervorbringt. Dazu müssen wir auch natürlich nicht nur die Ausbildung reformieren, sondern das gesamte Berufsbild der Lehrerinnen und Lehrer attraktivieren. Die momentane Regelung der Lehrerinnenausbildung stammt aus dem Jahr 2013 und sieht eine Ausbildungszeit von 6 Jahren vor. Meine Damen und Herren, das ist eindeutig zu lange. Zu kritisieren ist neben der Dauer der Ausbildung auch die Tatsache, dass das jetzige Lernstudium zu sehr die bildungstheoretischen Aspekte in den Vordergrund stellt und zu wenig praxisbezogen ist. Einen guten Unterricht kann man nicht aus dem Lehrbuch lernen. Junge Menschen müssen die Möglichkeit haben, bereits während der Ausbildung verstärkt in der Klasse zu stehen, mit den Kindern zu interagieren, um das richtige Gespür für sie zu entwickeln. Und gerade die Praxis ist für eine gute Lehrerinnenausbildung wesentlich. Die heute hier vorliegende Reform soll eine kürzere Ausbildungszeit bei gleichzeitig steigender Qualität bringen. Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer muss im Zuge der Reform auf 3 Säulen, Theorie, Fachdidaktik und Praxis gestellt werden. Den Studierenden soll in ausgewogenem Ausmaß eine solide fachliche Ausbildung, eine fundierte pädagogische Bildung und der Erwerb praktischer Erfahrungen am Schulstandort geboten werden. Das Bachelorstudium dauert also in Zukunft für alle Richtungen des Lehramts 3 Jahre, womit es zeitlich den meisten anderen Bachelorstudien gleichgestellt ist. Und bereits nach dem Erlangen des Bachelorgrades kann mit der Arbeit an der Schule begonnen werden. Zur Erreichung des Masters haben künftige Lehrerinnen und Lehrer 120 ECTS-Punkte zu belegen und das innerhalb von 8 Jahren.
Dabei soll die Induktionsphase, also die berufsbegleitende Einführung, im berufsbegleitenden Master auch angerechnet werden können. Das ist aus meiner Sicht richtig und wichtig, denn je mehr von der Praxis im Masterstudium angerechnet wird, umso weniger werden diejenigen belastet, die während des Studiums bereits unterrichten. Durch diese Reform, meine Damen und Herren, wird die Lehrerinnenausbildung positiv weiterentwickelt. Der Weg dahin, das gebe ich zu, die Frau Hamann hat schon erwähnt, war nicht ganz einfach. Und auch die Umsetzung wird noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, denn auch die Curricula müssen angepasst werden. Aber ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung erfolgt heute mit der Beschlussfassung. Ich freue mich sehr darüber und bedanke mich bei allen, die mitgearbeitet haben, dass dies auch gelingt. Allen voran bei unserem Bildungssprecher Rudi Daschner und bei unserem Bundesminister Martin Polaschek. Vielen herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Smolle. Bei ihm steht als Letzten das Wort, vorläufig. Danke, Herr Präsident, lieber Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drei kurze Punkte aus diesem Gesetzespaket. Der erste Punkt, schon ausführlich diskutiert, Pädagoginnen- und Pädagogenausbildung, die wird, kann man sagen, konsolidiert. 5 Jahre, klassisch 3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master. Großer Vorteil, Master soll zunehmend berufsbegleitend ermöglicht werden. Es gibt die Fächerbündel, was für die Stundenplangestaltung gut ist. Und die Induktionsphase, dieser praktische Bereich, wird auf die praktischen Elemente des Masters angerechnet. Mit einem Wort, eine Reform, die ist pragmatisch, die ist realisierbar und das mit guter Qualität. Herzlichen Dank. Zweiter Punkt. Privatuniversitäten. Es wird nun nicht mehr möglich sein, gewinnorientierte Eigentümerschaft und akademische Leitung in Personalunion zu führen. Es mag verwundern, dass es bisher möglich ist. Ich finde es sehr gut, dass das nun gesetzlich geklärt worden ist. Ein weiterer guter Schritt. Dritter Punkt betrifft Plagiate, wissenschaftliche Integrität. Dieses Thema wurde nun aus den Einzelgesetzen herausgenommen und für alle gültig im Hochschulqualitätssicherungsgesetz verankert. Und es wurde auch der Aspekt der künstlichen Intelligenz mit aufgenommen und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich sage nicht sogenannte künstliche Intelligenz, ich sage künstliche sogenannte Intelligenz. Weil das ist künstlich, sind wir uns einig, bei der Intelligenz kann man ein bisschen ein Fragezeichen dazu machen. Auf jeden Fall wird sich natürlich die Universität, wird sich die Hochschule Gedanken machen, wie geht man damit um, wenn künstliche Intelligenz herangezogen wird, um irgendwelche Arbeiten abzurunden oder wie es euphemistisch heißt, zu unterstützen. Ich werfe einen nüchternen Blick drauf. Wenn man zeigen will, Studierende sind in der Lage, was im Internet zu finden, zu kompilieren, in eine nette Form zu bringen, dann mag KI unterstützen. Will man aber herausfinden, ob jemand etwas in seinem eigenen Kopf hat, damit umgehen kann, es versteht, kreativ daraus entwickeln kann, dann wird es uns nicht erspart bleiben, mündlich zu prüfen, oder schriftliche Testate unter Klausurbedingungen, vielleicht sogar handschriftlich zu machen, damit man auch wirklich zeigen kann, was man eigenständig produzieren kann. Das wird eine Herausforderung für die Universitäten und Hochschulen. Ich kenne aber die Dynamik dieser Einrichtungen und bin überzeugt, sie werden auch diese Herausforderung sehr gut meistern. Dankeschön. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Damit ist die Debatte geschlossen. Wir gelangen zur Abstimmung im Gesetzentwurf samt Titel und Eingang in 2523 der Beilagen. Wer dafür ist, den bitte ich um eine dementsprechende Bekundung. Das ist die Mehrheit. Und damit angenommen. Ich komme gleich zur dritten Lesung. Wer
das auch in dritter Lesung tut, möge das ebenfalls bekunden, dass auch in dritter Lesung angenommen. Der Gesetzesentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Die Tagesordnung ist erschöpft. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Kucher, Kolleginnen und Kollegen, dem Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung über den Entschließungsantrag 3791 der Abgeordneten Kucher, Kolleginnen und Kollegen, betreffend, es braucht endlich die Patientenmilliarde für eine spürbare Verbesserung der Gesundheitsversorgung, Termingarantie statt zwei Klassen, Medizin eine Frist bis zum 14. Mai 2024 zu setzen. Wer dafür ist, den bitte ich um eine dementsprechende Zustimmung. Das ist die Minderheit der abgelehnt. Ich darf bekannt geben, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 3991a, darf ich noch bitten um kurze Aufmerksamkeit, bis 4016a eingebracht worden sind. Die nächste Sitzung des Nationalrats, die geschäftsmäßige Zuweisungen betreffen, berufe ich für 22.01 Uhr.